Elektriker Salzer, yeah. Elektriker Salzer, Elektriker Salzer. Now you know my secret, electronic salsa sound. Observe the desert feedback that's going all around. The magic words I say to you, now open up your ears. Hasam halum gilum dasa nia gulum lulum sasa. Hasam halum gilum dasa nia gulum lulum sasa. Elektrika salsa. Tiger, maybe he wants to be in the scene for a moment. Ja? Tiger, willst du mal dich vorstellen? Willst du mal sagen, wer du bist? I, Tiger. No, I am. I am Tiger Fit. Ja, guck in die Kamera und sag mal hallo. I am Tiger Fit. Und nochmal. I am Tiger Fit. Und wer bin ich? Sam. Ah. Sagst du mal guten Abend. Hello. 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 Gut, ja, guten Abend, Tiger. Und guten Abend, Sven. Schönen guten Abend. Ja, Cocoon hat gerade kürzlich 20 Jahre Jubiläum gefeiert. Wie war's? Wie war das? Also wir feiern immer noch. Und ich glaube, wir werden auch noch das ganze Jahr feiern. Du bist auch dabei, richtig. Wir haben eigentlich unsere, so in Frankfurt unsere Teamfeier und so für enge Freunde. Das hatten wir Robert Johnson da die Bombe platzen lassen vor kurzem. Das war echt eine tolle, ausführliche Feier. Naja, die Musikbombe, die Cocoon-Bombe und auf einmal hat es putsch gemacht. Da kam so ein riesen Schmetterling raus, aber so ein Big Butterfly. Und das hat richtig Spaß gemacht. Da waren wir auch wieder gründlich bis nachmittags. Und ansonsten kommen jetzt hier und da immer noch mal, wo wir auch unsere Team einladen, auch zum Beispiel zu der Opening. Und wir feiern das jetzt eigentlich so das ganze Jahr durch. Ja. Ich meine, 20 Jahre ist schon wirklich schon, ja, das ist doch mal eine Hausnummer, ne? Ja. Als du eben vor 2 Jahrzehnten das Label gegründet hast, hattest du dir damals denken lassen, dass Cocoon mal so wird, wie es heute ist? Also, unbewusst vielleicht so einen Wunsch gehabt, ja. Fantasie war immer genügend da, Sachen auszumalen, wie könnte es mal sein. Ich meine, ich war natürlich meinerseits sehr inspiriert von Ibiza und auch von tollen Clubs und Festivals und natürlich ganz weit vorne die Musik. Für mich war natürlich, die Musik ist nach wie vor und die Veranstaltung war immer Kern, ja, von Cocoon. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, dass wir natürlich da so eine Nische so prominent besetzt haben und uns auch behauptet haben über 20 Jahre, was ja wirklich, wie gesagt, ja schon eine tolle Zahl ist und wie wir uns aufgestellt haben und mit viel Liebe, Fleiß und auch Schweiß, kann man sagen, sind wir heute auch stolz drauf, dass wir so einfach weitermachen, ja? Und dass wir den Spirit von Cocoon weltweit, ich glaube, so versprüht haben und ja. Sag mal, was sagst du, Cocoon ist? Cool. Cool, sagst du, okay. Ja, dass Cocoon halt so cool ist, ne? Und die jüngere Generation da auch schon kräftig mitmacht. Ja, also ich bin happy darüber, dass es so ist, wie es ist. Gut. Wenn ich dich zwingen müsste, ein paar Highlights rauszupicken aus den letzten 20 Jahren. Naja, definitiv unsere erste Veranstaltung, die war ja vor 20 Jahren, am 1. Mai 1996 in der Dortmunder Union, auf dem Dortmunder Union-Gelände. Das war die erste Cocoon-Veranstaltung, wo ich damals schon sehr viel gewagt habe, weil ich so Großveranstaltungen eigentlich noch nie gemacht habe.
Und ich bin da auch mit meinem Privatgeld voll rein und habe auch alles verblasen. Ja? Und, aber das sollte so sein. Das hat so alles eine bisschen Mad Max-Stimmung gehabt mit ein bisschen Zirkus dabei, Trapezshows und Kostüme, Stelzenläufer. Und so wie ich mir das so ausgedacht habe, Cocoon, ja, so mal alles so, dass ich mal alles so entfalten kann, ja, so deine Fantasie. Und willst du hochgehen, Fernsehen schauen ein bisschen? Nein, willst du bitte zuhören? Na gut, und das war auf jeden Fall einer der Highlights am Anfang. Darauf folgten noch viele und unter anderem natürlich dann, wo ich dann angefangen habe, Cocoon Booking zu gründen, damals mit der Talita Wegner, die auch für viele Jahre also auch die Fahnen hochgehalten hat, Geschäftsführerin war und auch meine Bookerin für 16 Jahre. Und das Team, das ich mir dann aufgebaut habe, wir haben angefangen mit dem Label und dann gingen die Cocoon Clubbings los. Ah, nee, das ist nicht richtig. Zuerst kam Cocoon Booking, dann Clubbings und dann kam Cocoon Recordings. So, das ist die richtige Reihenfolge. Ja, und dann starteten wir Cocoon Clubbing im U60 311, nachdem ich das oben zugemacht habe. Das war natürlich auch ein Highlight. Da hatten wir einen Wahnsinns-Run auf unsere Nächte gehabt. Das war jeden Freitag, einmal im Monat freitags im U60. Und das war, da ging echt die Post ab und da hatten wir auch das so ein bisschen übernommen, was Omen dann geschlossen hatte, war natürlich viele Leute traurig in Frankfurt, so was den Sound angeht und ja, wie geht's weiter. Es ist natürlich immer schwierig, dann so eine Lücke zu schließen und so eine Erbe anzutreten. Was machst du jetzt als nächstes in Frankfurt? Von daher habe ich gesagt, wir machen erstmal Clubbings. Dann haben wir Cocoon Recordings gegründet. Das war das nächste, wo ich dann das erste Mal im Jahr 2000 auch meine erste Mix-CD rausgebracht habe. Und das nächste Highlight, sage ich mal, war natürlich dann auch das Opening in Ibiza mit Cocoon Events. Hier in eine Saison zu starten, das war ja auch mein Traum gewesen. Und war nicht einfach und wurde auch belächelt von dem einen oder anderen. Aber gut, ich habe mich da an nichts stören lassen. Ich wollte auch in keine Konkurrenz treten mit irgendjemand hier. Es gab Manu Mischel montags im Privilege und das war für mich eh keine Konkurrenz. Und von daher, ich glaube, das war der Montag für uns. Wir waren erstmal so, was, montags? Montags? Ja. Ibiza ist jeder Tag eigentlich Wochenende, ne, in der Saison. Dann im Jahre 2004 habe ich dann den Cocoon Club eröffnet. Das war der nächste große Highlight mit einem unwahrscheinlich starken, sag ich mal, visionären Konzept seiner Zeit. Und das war viel Arbeit, so einen Club zu konzipieren und sich auch so vorzustellen, wie sieht der Club des neuen Jahrhunderts aus. Ja. Was ist wichtig und auf was legst du Wert und wie kann man da Generationen verbinden, wie kann man da auch das Kulinarische mit einbinden und. Und ich hatte ein wahnsinnig tolles Team um mich rum und wir haben es gemacht. Ja. Also das war wirklich, ich vermisse den Cocoon Club, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ging am Ende leider nicht so auf, aber wir hatten 9 tolle Jahre gehabt. Was dazu kommt natürlich, sind unsere Cocoon Events weltweit, die wir machen. Da sind wir jetzt bei, ich glaube, über 100 so im Jahr. Gab es irgendwelche Tiefpunkte? Also ich denke wahrscheinlich die Schließung des Cocoon Clubs. Das war eigentlich ein Tiefpunkt, ja, das ist auf jeden Fall, daran habe ich auch lange geknabbert, muss ich sagen. Weil man muss ja auch erstmal so eine Entscheidung treffen, die muss ja auch erstmal reifen. Und am Ende sind da auch da hängen ja viele Menschen mit dran und Freunde und auch liebgewordene Angestellte.
Ja. Das hatte seine Zeit. Das hatte seine Zeit. Und ich finde generell auch so die Zeichen der Zeit zu erkennen, das ist auch eine Gabe. Ja. Und auch gerade wenn es richtig schön ist, auch mal zu sagen, gut, und das war's. Ja, ich bin halt auch so ein Getriebener. Also ich habe diese Lust nach dem Neuen zu suchen nicht verloren, ganz im Gegenteil. Es ist für mich nach wie vor auch die Essenz eigentlich auch so ein bisschen meiner Arbeit. So was die Suchen, das Suchen und auch das Finden und das auch wieder zu präsentieren und sich dabei auch total zu begeistern, ja, dafür, dass man auch wieder so was Neues gefunden hat. Ja. Das macht es am Ende auch aus, schätze ich mal. Sonst, wenn man sich anfängt auch zu wiederholen und auch in der Musik und auch mit Veranstaltungen, klar geht es im Kern um Dancefloor, um eine gute Party. Ja. Aber das hat sich ja auch verändert über die Jahre. Es gibt heute so viele verschiedene Partys, wie Leute heute Partys feiern. Da kann ich mir sagen, also da sind wir mit Cocoon eigentlich immer noch ganz, ganz nah dran, sage ich mal so, am Groove. Und dass die Party einen Flow hat. Ja. Dass die Leute grooven, tanzen, Spaß an der Sache haben und sich der Musik öffnen und sich auch der Musik hingeben. Und nicht jetzt nur irgendwie warten, bis der nächste Break kommt und jetzt alle wieder positionieren. Und das ist so eine Funktionalität, die da heute stattfindet. Das sind andere Partys als die wir machen. Ja. Bei uns schlägt da, glaube ich, ein anderes Herz mit Soul und das kann auch mal explodieren, dann kann es auch mal dunkel werden, aber es ist einfach organisch und es lebt, es hat eine Dynamik in sich. Und ich glaube, dass am Ende spüren das die Leute und dann sind die Leute auch sehr dankbar für, auch wenn viele neue Partys passieren, die Leute natürlich auch erstmal abchecken wollen und auch mal da tanzen wollen und auch mal das eine oder andere was Neues erleben wollen, kann ich auch verstehen. Wir gehen auch hier in Ibiza, wir sind jetzt in der 17. Saison und wir haben super gestartet und wir haben mit einer unserer besten Openings gehabt, hier nach 17 Jahren sowas sagen zu können, das ist ja auch was Schönes, ja, mit der After Hour included. Und ja, also will sagen, also diese Motivation, die ist bei mir wirklich sehr ausgeprägt und das nach dem Neuen zu suchen und auch sich selbst immer mal wieder zu hinterfragen und ist man da auf den richtigen Drive, ist das richtig, was wir da machen und so diese Selbstkritik, ja, ist auch wichtig und dass man auch mal einen Abstand nimmt und auch mal ein bisschen reflektieren lässt und ich glaube, das ist uns irgendwie gut gelungen hier in Ibiza. Jetzt, wenn wir ein bisschen noch bei Ibiza bleiben, hier viele Promoter kommen und gehen. Ja. Es gibt relativ wenige, die ein Jahrzehnt oder länger hier bleiben. Was denkst du, ist für euch der Schlüssel für eure Langlebigkeit hier auf der Insel? Na, ich glaube, ich habe es gerade schon erwähnt. Ja. Es ist einfach das. Für mich ist es ja sowieso klar, dass Ibiza 1980, wo ich das erste Mal hierher kam, das war für mich so eigentlich der Moment meiner Jugend, auch der so stark war, dass er mein ganzes Leben geprägt hat. Ja, das war einfach diese Verbindung mit der Insel, ich als Skorpion, die Insel steht im Zeichen des Skorpions. Irgendwie war ich für das Ganze auch anscheinend stark empfänglich. Ja, und das war für mich so die Inspiration. Ja. Und es über all die Jahre, in den 80ern, in den 90ern, ich hatte mir immer so wieder vorgestellt, na, was machst du hier? Du musst doch auch irgendwie das zurückgeben können, ja, was du hier so, was ich mitbekommen habe, ja, so an Spirit, sage ich jetzt mal, und an Freude und auch an, ja, es hat mich auch geöffnet, ja. Naja, und ich glaube, da bin ich mir einfach treu geblieben. Ja? Und auch mit Cocoon, auch mit dem Konzept.
hier und da in Mikroschritten verändert man sich, was auch absolut notwendig ist. Sonst Cocoon steht ja eigentlich für Metamorphose. Ja? Und somit ist das, was wir machen, das kommt vom Herzen und die Musik war von Anfang an kompromisslos. Wir wollten jetzt nicht irgendwie das spielen, was wir alle spielen. Und wir wollten jetzt auch nicht irgendwie die begeistern, die VIP voll machen, sondern wir wollten eigentlich immer nur das machen, vom Herzen gefühlt haben. Wir sind Raver auf unsere Art. Wir wollen coole Partys machen mit guter Musik und Cutting Edge und auch dabei auch progressiv sein und auch zu zeigen, hier, es geht auch anders. Aber gut, mit Cocoon kann ich sagen, wie gesagt, da bin ich froh, dass wir hier auch unsere Fans haben, die uns wirklich sehr treu sind. Und von daher auf die nächsten 20. das bringt mich zu der nächsten Frage, super Überleitung. Ja. Einer deiner langjährigen Mitstreiter oder DJ-Kollegen, Carl Cox, der hat sehr klar gesagt, es ist das letzte Jahr des Space. Mit dem schließt sich für ihn ein Kreis. Jetzt bist du in etwa in seinem Alter. Ja. Du bist super fit, das sieht man. Du sprühst vor Lebensenergie. Und dennoch, viele fragen sich, wie lange noch? Und meine Frage soll jetzt nicht so sein, wie lange noch, aber hast du einen Plan im Hinterkopf oder wie gehst du das Ganze an? Tiger, haben wir einen Plan? Machst du dann weiter, wenn der Papi aufhört? Ja, ne? Also das heißt dann, ich habe mit 16 angefangen in 10 Jahren, wenn du 16 bist, oder? Ja. Ja, hier haben wir es. Okay, cool. Ich habe keinen Plan. Ich mache so lange weiter, solange ich Spaß daran habe, wie ich auch vorhin beschrieben habe. Ich bin motiviert, ich habe das natürlich auch alles unwahrscheinlich professionalisiert, die Strukturen, die ich geschaffen habe. Ich habe ein super Team um mich herum, ich habe einen tollen Booker und PR, der Maurizio, und wir sind unwahrscheinlich eingespielt, und ich sage ihm, ich signalisiere auch hier, pass auf, jetzt fahren wir mal hier ein bisschen runter und so. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch zu viel Spaß an der ganzen Sache. Ich mache mir darüber noch keine Gedanken, und ich bin, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ein sehr intuitiver Mensch. Ich würde das auch spüren. Sicherlich irgendwann werde ich das Tempo runterfahren. Was spiele ich jetzt? Meine 120 Gigs im Jahr. Bin viel auf Reisen, und das wird natürlich irgendwann, werde ich das ein bisschen runterfahren, wie gesagt, und dann vielleicht nochmal andere Events auf mich zuspitzen und vielleicht irgendwann mal vielleicht nur noch jeden zweiten Monat dann auf Tour gehen. Mal schauen. Okay. Ja. Okay, und was willst du mal werden? DJ. Du willst DJ werden? Na, dann haben wir es doch. Hä? Sollte Papi dann die Plattenkisten tragen? Ja. Willst du mit Vinyl spielen? Ich bin der Boss. Du bist der Boss dann, okay. Okay. Der Tiger kann nämlich auch schon Schallplatten auflegen. Mhm. Ja? Inzwischen hat sich ja dein Name, der Übername Papa Sven, der hat sich ja überall durchgesetzt inzwischen. Papa Sven. Wirst du wegen der Tatsache, dass du jetzt stolzer Vater bist, auch so ein bisschen die ältere Generation DJ, wirst du anders behandelt von Promotoren oder in der Industrie generell als früher? Also, ich muss sagen, ich bin eigentlich, egal wo ich war, immer mit sehr viel Respekt behandelt worden. Und das Alter, ich weiß nicht, ob das... ich glaube, viele vielleicht haben heutzutage umso mehr Respekt, dass ich immer noch so dabei bin und immer noch so überzeugt bin und das auch alles so mit so viel Leidenschaft mache. Und ja, ich bin ja letztes Jahr ausgezeichnet worden in Frankfurt am Main mit der Goethe-Plakette, und das hat natürlich
Das hat mich stolz gemacht für unsere ganze Szene, für unsere Musik. Das war eigentlich so mehr oder weniger so ein Ritterschlag. Und für alle die, die da schon seit Jahrzehnten mitmachen. Ja, und das hat mich sehr gefreut. Das hat natürlich der Sache nochmal einen anderen, sage ich mal, so einen Stellenwert vielleicht gegeben, hier und da, kulturell, was das Standing angeht. Aber ich, es gibt ja noch andere DJs, die auch schon viele Jahre dabei sind und die auch immer noch dabei bleiben und ihr Ding noch machen. Der Karl, der verabschiedet sich ja jetzt auch hier mehr oder weniger auch wegen dem Space, ne, weil die da auch jetzt schließen werden und was Neues machen werden. Ich glaube, dass der Karl schon noch auch weiterhin aktiv bleiben wird. Ja. Aber klar, die Zeiten verändern sich und auch der eine oder andere, der hat vielleicht auch nicht mehr dann so die Inspiration oder auch nicht die Lust oder vielleicht auch nicht den Erfolg. Ja. Ich meine, da kommt ja einiges zusammen. Aber ich würde euch noch treu bleiben. Du bist ja überall bekannt dafür, für deine Liebe zu Vinyl. Du spielst eigentlich ausschließlich Vinyl. Ja. Wenn eben ja, ihr habt auf Festivals teilweise auch Vinyl-only Stages. Mhm. Ihr profiliert euch damit. Wenn, sagen wir jetzt mal, du kriegst einen Demo-Track, du findest den super. Jetzt gibt's den aber noch nicht auf Platte. Bist du da kompromisslos? Oder machst du mal irgendwann eine Ausnahme und sagst, ich will jetzt den spielen? Eigentlich bin ich kompromisslos. Außer ich bekomme die Möglichkeit, dass mir derjenige den Stick gibt und sagt, hier, ich schicke ihn nach Frankfurt und lass mir eine Platte machen. Ne? Testpressing, das ist schon vorgekommen. Dass sie dann direkt für dich gemacht haben. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist so, dass viele das natürlich auch wissen. Und die kommen erst gar nicht an mit dem USB-Stick, sondern die geben mir eine Platte in die Hand. Also den Respekt haben sie und das finde ich auch toll. Und gerade in Italien muss ich sagen, in Italien habe ich so viele coole Testpressings bekommen, die wir dann auch veröffentlicht haben, ja, auf Cocoon. Ja. Also ich fand das auch so von den Leuten eigentlich auch eine schöne Sache, ja, zu sagen hier, das Sven spielt Vinyl, da kriegt ein Vinyl von uns. Ja. Ja. Man hört dich so oft Sachen spielen, die man wirklich halt noch nie sonst so gehört hat. Ja. Und es ist dann immer wirklich eigentlich auf. Ich frage mich dann, weil ich praktisch immer auf Platte und ich frage mich dann, woher hast du es jetzt? Ja. Ja. Na well, ich muss dazu sagen, ich habe einen Mitarbeiter, der heißt Ingo Boss und der kümmert sich um mein Plattenarchiv. Ja, und der kümmert sich auch um den ganzen Einkauf der Vinyls. Der kauft überall ein. Ja, und weil ich bin ja nicht aktuell immer in einer Stadt oder in einem Land, sondern ich bekomme immer meine Päckchen geschickt. Wenn ich jetzt die 2 Monate in Asien bin, kriege ich alle 14 Tage meine Päckchen Vinyls geschickt. Bin ich länger in Japan, kommt es nach Japan. Bin ich in Australien, kommt es nach Australien. Bin ich in Ibiza, kommt es nach Ibiza. Also von daher bin ich mit meiner Musik eigentlich immer top aktuell. Ja. Dadurch, dass ich natürlich auch viele Testpressings und Promos geschickt bekomme, auch von Labels. Mhm. Ja. Und ich habe eigentlich viel zu viele Platten. Ich weiß teilweise gar nicht, was ich mit denen allen machen soll. Ich mache natürlich auch meine Hausaufgaben. Ich höre Stunden, wie viel es jetzt insgesamt sind, kann ich nicht sagen, aber bestimmt mal 15 Stunden in der Woche Platten. Und man muss dann entscheiden, ob es dann die Platte schafft oder nicht in meine Plattenkiste. Und ich habe halt auch wirklich, ich habe 4 große Plattenkisten. Die kommen dann zum Einsatz, wenn ich weiß, ich spiele mal so ein 20-Stunden-Set. Ja. Kommt ja hin und wieder mal Kommt vor. Ab und zu vor, mhm. Ja, und das freut mich ja dann auch. Aber in der Regel spiele ich ja meistens so zwischen 3 und 6 Stunden und manchmal auch 8 Stunden. Naja. Da ich ja auch jemand bin, der auch gerne aufbaut und eigentlich auch so eine Geschichte erzählt mit den Platten und die auch wirklich selektiere nach Musik und jetzt nicht nach Tools und ne, Breaks, ist es für mich schon wichtig irgendwie auch, dass auch die Platten, die ich auswähle, dass sie auch eine gewisse Zeit bekommen bei mir. Ja, und ich habe jetzt einmal gespielt und dann
habe ich sie wieder raus, ne, sortiert. Nein, das ist ja auch mein Job. Ich bin ja auch ein Selector. Und ich finde, also gewisse Platten, die brauchen auch ihre Zeit und das ist dann auch der Musik geschuldet, dass sie dann auch mal, sage ich mal, eine Saison gespielt werden. Ja. Und dann ist es dann natürlich immer auch ein bisschen schwierig, sich dann wieder von den Platten zu verabschieden. Ja, das war's jetzt dann. Ciao. Ich bin ja nicht so der Nostalgiker. Ich greife ja nicht in die alten Kisten rein. Seltenst, ja, würde ich mal sagen. Ja. Aber ja, also ich bin froh, kann ich sagen, ja, dass es so viele Leute gibt, die nach wie vor an das Vinyl glauben und das veröffentlichen und viele Labels das machen. Heute in kleinen, überschaulichen Stückzahlen, aber mit Herz. Ja. Und wieder mehr wie ein bisschen früher. Wie denn je, ja. Ich glaube, der Vinylabsatz war letztes Jahr 30% mehr als die Jahre. Ich meine, das ist 30%. Jetzt kam dann Technics, ne, mit dem neuen Schallplattenspieler, der jetzt released wird. Ich habe auch direkt zwei bestellt. Das ist doch ein Statement. Ja. Also das finde ich absolut. Also deswegen auch wegen meinem Sohn. Ja, der kriegt das von mir gelernt, aber das irgendwann macht es ja dann was anderes. Ja. Aber es ist so, dass er schon noch weiß, was ein Tonträger ist und wie das funktioniert und so. Es ist mir schon wichtig, dass er das mitbekommt. Ja. Schön. Ja. Dina, du hast letzten Winter in einem Video hast du gesagt, mal so ein Statement gesagt, Music makes us better. Ja. Führe aus. Naja, das ist eigentlich nur erfahrene Worte. Ich meine, erfahrene, was die letzten 30 Jahre, was ich erlebt habe. Und mit unserer Musik, mit unserem Schaffen, mit dem, was wir senden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass einfach, wer sich mit Musik auseinandersetzt und sich mit Musik beschäftigt, dass das auch auf jeden Fall einen positiv beeinflusst. Ja. Ob das jetzt Klassik ist, ob das jetzt Jazz ist, ob das jetzt Techno ist, ob das jetzt Soul oder R&B ist. Ich glaube, Musik hat auch eine ganz, ganz feinstoffliche Wirkung auf sein Verhalten. Und es geht auch ins Herz. Ne? Und ich glaube, für mich war es immer so, ich wollte dann natürlich das auch teilen. Ja? Und das war für mich eigentlich so schon immer so ganz klar. Also, wer sich mit Musik auseinandersetzt, beschäftigt, es verändert einen. Wie gesagt, makes us better. Ja? Und daran glaube ich einfach. Ja? Es ist auf jeden Fall auch eine spirituelle Angelegenheit, ja? Sich auf Musik einzulassen und dann auch mal schauen, was da so mit einem passiert. Und das passiert einiges. Elektriker Salsa. Elektriker Salsa. Elektriker Salsa kommt ja dieses Jahr noch. Ja, es hat einmal der Henrik Schwarz hat es geremixt, hat zwei Versionen gemacht und der Roman Flügel. Okay. Und da kommt dazu auch noch die Originalversion. Und das wird jetzt im Sommer veröffentlicht. Das ist so ein Geschenk. Der Song ist jetzt 30 Jahre alt. Und da habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Und es ist toll interpretiert hier, die neuen Remixe. Und ich glaube, da werden wir alle noch viel Spaß mit haben. In diesem Sinne, Digga, komm mal her, sag mal bei Elektriker Salsa. Komm, wir machen mal zusammen. Elektriker Salsa. Ba, 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 ba. Aha, aha. Tschüss.